Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Weiter geht es. Hier sind so viele Explosivfässer. Da frage ich mich, kommt hier ein Kampf? Wahrscheinlich sogar. Aber anscheinend jetzt noch nicht. Die Frage ist, wo... Moment. Okay, das konnte ich einsammeln. Okay, hier kann man klettern. Einfach mal die Feierlichkeiten ausnutzen. Oh, knapper geht's nicht. Oh. Sieht aus wie mein Eingang. Hab ich mir auch gedacht. Das ist doch der perfekte Weg zum Reinklettern. Dafür habe ich nicht genug Platz. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Okay. Wozu war die Statue da? Es hat keinen Fortschritt in der Sprache und so gebracht. Also wozu war es da? Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Das nehme ich mal mit. Das auch. Das auch. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Oh oh. Hier ist sie! Gute Schützin. Hier ist Commander Rook. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Honorato. Okay. Nein. Ich
Familie Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wieso ist er eigentlich mit modernen Waffen hier gewesen? Ich werde dich nicht enttäuschen. Alle sind sichtbar. Wenn der sich da wegdrehen würde, wäre das schon... gut. Manachkun sikvaish, janin kastikon. Nimm das. Wozu gibt es hier? Verdammt! Hätte mich heilen sollen. Ist ja auch ein blöder Anfang hier. Mal gucken, was ich hier so alles anstellen kann. Kann also auch die anderen Waffen hier nutzen. Und dann mal hier verstecken. Bitte gerne noch dann rot, wenn ich ihn... Wo kommst du denn her?
Was machen die jetzt? Wie viele sind denn hier? Suchen die mich oder? Sie wissen gar nicht genau, wo ich bin. Das haben sie, glaube ich, nicht gesehen. Oh oh. Also, die teilen sich nicht auf. Das ist schon ein bisschen blöd. Der nächste ist weg. Und der nächste ist weg. Ich muss nicht viel Munition verbrauchen, um die alle zu erledigen. Los! Komm in die Falle! Was brauchst du denn so lange? Muni! Ich glaube, ich muss hier lang. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter.
in uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Okay. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuvakyaku und sehen dann, wie es weitergeht. Okay, zurück nach Kuvakyaku. Ich habe immer noch... Da ist immer noch dieses eine Herausforderungsgrab, das mich wurmt. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Oh oh. Scheiße! Ja. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Wo kam der überhaupt her? Such da drüben. Ab ins Gebüsch. Wo bin ich hier eigentlich? Das Leben eines Soldaten. Na, komm her. Okay. Was tun? Ist er jetzt... Ah, er ist nicht mehr sichtbar. Warum plötzlich so hektisch?
Okay, es sind noch drei Typen. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Er kommt sicher gleich wieder. Vermutlich. Na. Jetzt ist der eine zwar nicht sichtbar, aber der ist auch an der anderen Ende der Karte. Und ist ja am anderen Ende des Raumes. Ich könnte hier Verstärkung brauchen. Ah. Na, komm her. Kommst du her? Verdammt, sie macht Jagd auf uns. Bleib zusammen. Da muss ich suchen. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Bleibt möglichst dicht zusammen. Lose Rautenformation. Roger. Verstanden. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Okay, ich komme, Teamleader. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Sehen wir uns mal um. Wir erleiden Verluste. Bleibt zusammen. Oh, Scheiße. Wenn ihr was seht, ich sehe mich lieber mal um. Such. Ja. Verteilt euch und bleibt wachsam. Einfach abwarten. Scheiße, Mann. Ich habe zurzeit keine Waffen zur Wahl oder was? Muss da oben hoch. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Ja. Ich sagte, bleib in der Nähe. Ja, komm näher. Okay. Was zum Teufel ist in der Stadt passiert? Wo ist der hin? Okay. Also die sind jetzt nicht mehr so direkt zueinander sichtbar. Das könnte ich ausnutzen. Irgendwas stimmt nicht. Überprüft jeden Schatten. Echt witzig. Komm sofort zurück. Ich muss mich umsehen. Einfach Molotow-Cocktail werfen. Und schon haben wir das Problem erledigt. Tagebuch? 21. Dezember 1603.
Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten. Also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Okay. Oh, Erdbeben, da ist das Erdbeben. Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Lima 6, gesichert. Kappa-Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Okay, wo ist das? Ihr Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz. Aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Okay. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Also, was kann ich hier... Tot. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt... Habe ich irgendwas noch für zwei eigentlich zur Verfügung? Oh, das hier. What? Was ist Fähigkeitenpfad? Oh gut, okay, das, ich bin da, da war das hier alles. Hier ist ja irgend noch eine Nebenaufgabe, die irgendwie freigeschaltet ist. Das frage ich mich gerade. Auf jeden Fall ist hier noch ein Grab. Und da ist ein Lagerfeuer. Heißt, ich könnte mich jederzeit dahin teleportieren. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.